So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch natürlich ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte natürlich jetzt mal für euch in den April reingucken, was da so bei euch los ist, was ich euch mitteilen soll, wie es bei euch aussieht. Ich habe mir schon einige Kartendecks hier rausgesucht, die ich auf jeden Fall wieder mit reinnehme. Das sind die üblichen Verdächtigen, die nehme ich ja immer mit rein, so als Gesamtüberblick. Die Botschaften, die ziehe ich auch gleich alle vor. Für euch. Ja, alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Abonniert den Kanal. Vergesst nicht, das kleine Glöckchen zu drücken, damit ihr über neue Videos auch informiert werdet. Kanal ist für euch völlig kostenlos. Ihr könnt aber auch, wenn ihr spezielle Fragen habt, ein Problem zu bearbeiten habt, mich gerne über meine Webseite kontaktieren. Ihr könnt Legungen buchen. Wird auch sehr rege genutzt von euch. Ich habe jetzt soweit alle wieder abgearbeitet. Momentan, ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, wie lange das Angebot 10 Minuten 10 Euro noch läuft. Es ist auch gut angenommen worden von euch. Irgendwann endet das aber, glaube ich. Ich glaube, jetzt zum Ende des Monats endet das, glaube ich. Also, wenn ihr da noch Bedarf habt, dann bucht das noch. Was wollte ich noch sagen? Ja, Krafttiere habe ich habe diesmal mir überlegt, Seelenorakel ist dabei, schamanische Traumorakel nehme ich natürlich mit rein, die Energy Cards nehme ich mit rein, Weisheitskarten der Seele und ein Krafttier für euch. Die Legung selber werde ich gucken mit Lenormand, Sanssouci und mit den Secret Cards. Die Akasha Chronik nehme ich natürlich für euch auch eine Karte mit rein. Das hier fassen wir aber auch gleich als Gesamtbotschaft, sage ich mal, für euch oder fasse ich dann für euch zusammen. Für jedes Sternzeichen ziehe ich das immer extra. Ich mache das meistens im Vorwege, weil dann sonst würden praktisch die Videos für euch, sage ich mal, auch viel zu lange dauern. Deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht so lange damit aufhalten. Wir starten gleich als erstes mit dem Horoskopteil. Und ja, wo ich euch noch ein paar wichtige Daten erzähle, was praktisch im April für euch los ist, ob da kritische oder hektische Phasen irgendwie gibt oder schöne Phasen gibt. In Liebe, Finanzen, Beruf, Gesundheit, alles was damit zu tun hat, für diejenigen auch eben, wie gesagt, die es noch nicht kennen, mache ich das eigentlich immer mit. Ich habe da ein spezielles, ich bin keine Astrologin oder so, sondern ich beziehe meine Information von der Antonia Lansdorf. Da habe ich mir das Buch bestellt. Das hatte ich letztes Jahr jetzt auch schon gemacht. Und wo jedes einzelne Sternzeichen ja relativ ausführlich von erklärt ist, könnt ihr natürlich auch beziehen. Sie hat auch eine eigene Webseite bzw. auch einen YouTube-Kanal, weil da könnt ihr gerne vorbeigucken. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich gucke da auch im Zwischendurch rein, wie gesagt, weil ich keine Astrologin bin. Ich kenne mich ansonsten soweit ganz gut mit den Sternzeichen aus. Aber wie gesagt, man kann ja auch und will, ich will ja auch nicht alles machen. Das überlasse ich dann anderen das Feld. Und ja, das einmal dazu. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei euren Sternzeichen. Schaut auch nochmal euren Aszendenten an, auch sehr, sehr wichtig. Und oder Mondzeichen, ne? Venus, alles was für euch vielleicht wichtig erscheint, schaut da sonst gerne noch mal mit rein. Und ja, und ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, meine Lieben. So, hallo mein lieber Stier, ich begrüße euch natürlich ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir starten jetzt, wie angekündigt, mit eurem Horoskopteil. Da will ich jetzt mal eben gucken, ob ich da für euch was dabei habe jetzt im April. Ja, eine schöne Phase vom 5. April bis einschließlich 2. Mai. Harmonisch und ausgeglichene Zeit, besonders Freundschaften und auch euer berufliches Netzwerk blühen nun auf und ihr könnt Unterstützung erhalten oder auch selbst geben. Singles, ihr könnt nun spannende Leute kennenlernen, zum Beispiel während ihr euch wohltätig oder auch politisch engagiert. Karriere und Finanzen, haben wir da was? Vom 26. März bis zum 10. April ist es eine leicht kritische Phase. Stress mit Vorgesetzten,
Es kann sein, dass ihr Auseinandersetzungen, wenn ihr welche haben solltet, solltet ihr euch, sag ich mal, nicht darum herumdrücken. Denn der Konflikt, so lästig und nervig er eben auch ist, hat am Ende auch etwas Gutes. Endlich liegen die relevanten Themen auf den Tisch und ihr konntet zeigen, was euch wichtig ist. Wahrscheinlich könnt ihr einige eurer Forderungen durchsetzen. Wählt den geschickten Weg zwischen Diplomatie und Durchsetzungsstärke. Auf keinen Fall solltet ihr zu früh einknicken. Auch dann nicht, wenn Vorgesetzte sich beleidigt geben oder gar Drohungen aussprechen. Bleibt freundlich, aber beharrlich. Also noch bis zum 10. April, meine Lieben. Ab 30. April kommt dann wieder eine schöne Phase. Da kommen wir aber dann im nächsten Video für euch dazu. Jetzt gucke ich nochmal Gesundheit und Vitalität. Haben wir eine schöne Phase von Mitte April an, also ab 15. April bis zum 2. Mai dann. Frühlingsgefühle sind in dieser Phase fast garantiert. Ihr fühlt euch sinnlich, wach, stark und unabhängig. Falls kleinere Wehwehchen auftreten, könnt ihr euch derer sicher annehmen, ohne darüber groß in Stress zu geraten. Und wenn ihr zumindest ein Minimum an regelmäßiger Bewegung durchhaltet, darf es eben auch mal ein Stück Kuchen mehr sein. Stierzeit ist Genusszeit, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, das einmal dazu und dann sehen wir uns gleich bei eurer direkten Legung wieder. Bis gleich, meine Lieben. So, hallo, meine lieben Stiere und Stier-Aszendenten. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, auch für euch möchte ich jetzt mal schauen, was bei euch im April los ist, was sich zeigt. Ich habe schon ein paar Karten vorgezogen, wie bereits angekündigt. Das andere machen wir gleich zusammen. Aber das möchte ich nutzen, sag ich mal, ja, um zu schauen, welche Themen sollen angesprochen werden. Was soll ich euch mitteilen? Was ist vielleicht zu beachten? Und dann schauen wir mal nachher direkt in die Legung rein. Denkt bitte daran, dass es eine allgemeine Legung ist. Kann und wird nicht auf jeden zutreffen. Wenn ihr da jetzt momentan wirklich gar nichts mit anfangen könnt, dann schaut nochmal in euren Aszendenten rein oder in euren, ja, Mond ist ja der Aszendent, in andere Zeichen, die für euch wichtig sein könnten in bestimmten Gebieten. Und ansonsten, wenn ihr euch damit diesen Monat gar nicht angesprochen sein solltet oder fühlt, dann lasst es bitte weiterziehen, dann ist es auch nicht für euch bestimmt. Ich bin jetzt mal echt gespannt. So ein paar Karten habe ich natürlich jetzt. Ich habe aus jedem Stapel, einige sind zwei rausgefallen, einige ein, aber wir verschaffen uns jetzt erstmal einen Überblick bei euch. Alle neuen unter euch begrüße ich natürlich ganz, ganz herzlich. Ja, und wenn euch das gefällt, was ich hier tue, wenn es euch anspricht, freue ich mich natürlich gern, wenn ihr den Kanal abonniert. Vergesst das kleine Glöckchen nicht. Er wächst ständig weiter, was mich natürlich sehr, sehr freut. Es bestärkt mich natürlich auch in meiner Arbeit. Wenn ihr eine Privatlegung wünscht, könnt ihr natürlich auch bei mir über meine Webseite, sag ich mal, buchen. Und ja, aber wie gesagt, wir wollen gar nicht lange rumreden hier. Wir fangen mal mit euch an. Ich lege mir die Karten jetzt aus und schaue einfach mal, was da gefallen ist. Wir haben hier den Baum des Lebens. Stillstand. Wir haben das Schwert des Magiers. Vorankommen. Das ist schon mal, sieht schon mal sehr gut aus. Dann haben wir hier die Eidechse als euer Krafttier. Die spricht von Regeneration. Dann haben wir hier das dritte Chakra. Erzengel Shamuel ist das. Ich komme da gleich noch zu. Und von der Akasha-Chronik haben wir Ablenkungen. Also, was ich hier sehen kann, ist also Stillstand. Das heißt, wenn ihr jetzt momentan das Gefühl haben solltet, ja, ihr steckt da irgendwie so fest und ihr macht und tut und rührt am Rad und aber irgendwie bewegt sich irgendwie nichts vorwärts, ne? Ist ja manchmal so im Leben, egal ob man tut und macht und die Welt auf den Kopf stellt oder auf jeden Fall versucht, sag ich mal, dann sagt euch diese Karte eigentlich, dass ihr einfach mal innehalten sollt. Stillstand ist dann manchmal einfach auch von Universum angesagt, um einfach auch mal zu beobachten.
euer Leben, was bewegt sich da? Das spricht hier mir auch für den Baum. Hier geht es auch wirklich um die genauere Beobachtung um des Lebens im Grunde genommen. Hier geht es darum, was in eurem Kopf hervorgeht. Lebt ihr da wirklich kopfgesteuert oder in Fantasiewelten? Hier geht es auch darum, sein Herz wieder zu öffnen. Einfach sein Leben einer genaueren Betrachtung einfach zu unterziehen. Und das jetzt dann im Moment also nicht mehr daran rumzufuhrwerkeln. So, entschuldigt, meine Lieben, ich bin unterbrochen worden, aber das war wichtig. Ja, machen wir mal weiter. Also wie gesagt, hier geht es darum, dass jetzt einfach dann vielleicht mal, ja, dich einfach mal zurückzunehmen. An diesen bestimmten Themen in eurem Leben nicht weiter herumzudoktern, sondern das einfach mal als Geschenk zu nehmen, um einfach mal innezuhalten und zu beobachten. Steuert ihr das nur mit eurem Kopf? Ist das vielleicht ein Fantasieprodukt? Wollt ihr etwas mit Gewalt erzwingen? Dann ist sowieso meistens ein Stillstand da. Das werdet ihr natürlich besser beurteilen können. Weil es geht ja im Grunde genommen letzten Endes hier darum, sag ich mal, dass ihr hier einmal so eine Regeneration, sag ich mal, durchführt. Ihr müsst euch auch mal regenerieren. Es geht hier auch darum, sag ich mal, dass ihr letzten Endes vorankommt. Ne? Das geht ja hier um eure eigene Welt und die Magie des Schwertes, sag ich mal, auf den eigenen Zauber eben auch vertrauen. Da geht es auch darum, alte Denkweisen und eben auch Überzeugungen loszulassen. Dieses Schwert, was hier dargestellt ist, das soll hier in dem Sinne auch keine Waffe sein, sondern eben ein Werkzeug. Dieses sollt ihr weise einsetzen und zum Wohle, des, also zum Allgemeinwohl, meine Güte, einzusetzen. Also das nicht als Waffe sehen, sondern ich glaube, hier haben wir ja noch die Ablenkung, ne? Die Regeneration, die Eidechse. Konzentriere dich auf deine Selbstheilungskräfte. Alte Wunden können jetzt heilen, seelische Verletzungen. Und hier geht es auch darum, eben einfach Frieden zu finden. Ich glaube, irgendetwas in eurem Leben, seid ihr am Machen und am Tun und wollt, dann macht ihr das so rum, dann macht ihr das so rum. Und es geht hier einfach mal darum, sag ich mal, sich zurückzunehmen, stillzuhalten, sich die ganze Sache wirklich mal von oben oder von welcher Richtung aus auch zu betrachten. Ist das so noch durchführbar? Was wollt ihr in eurem Leben eigentlich? Hier so eine Regenerationszeit, sag ich mal, einzuführen. Und der Erzengel Samuel, der sagt eben auch, hier geht es eben um Gefühle, um Lebensenergie, um Emotionen, sich Wünsche erfüllen, zielgerichtet zu handeln. Hier geht es darum, wieder voranzukommen. Und dafür bedarf es eben, ja, euer Leben oder das, was im Moment in eurem Leben wichtig ist, sich hier keinen Ablenkungen hinzugeben. Richte dich auf die wichtigen Dinge aus und bleibe eben auch fokussiert. Lasst euch nicht so viel ablenken durch irgendwelche anderen Sachen, weil dann verliert ihr diesen, ihr lasst euch immer von eurem Weg abbringen. Ich drücke das jetzt mal so aus, so kommt mir das jetzt momentan auch gerade rein. Und momentan habt ihr in einem bestimmten Lebensbereich von euch was, was stagniert, wo ihr immer das Gefühl habt, ihr rennt da vor eine Mauer. Es geht irgendwie nicht vorwärts und es soll aber vorwärts gehen. Und dafür bedarf es eben hier, sich einfach mal zurückzunehmen und sich die Sache mal anzugucken. Ist es das wirklich so? Macht ihr das vielleicht zu viel mit dem Kopf? Solltet ihr vielleicht ein bisschen mehr das Herz mal einschalten? Manchmal verrennt man sich nämlich auch in eine ganz bestimmte Sache und dann sieht man es aber eigentlich zu spät und hinterher sagt man dann, Mensch, da hätte ich damals auch schon mal anders drauf kommen können. Ne? Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, lasst euch nicht ablenken. Es geht hier darum, euch zu regenerieren, mal euren Kopf wieder klar zu kriegen. Und dafür bedarf es diesen Stillstand hier. Ne? Um diesen Zauber, sag ich mal, von euch
wieder zu entfachen und hier wieder voranzukommen. Das ist aber schon mal eine sehr, sehr schöne Botschaft. Wir gucken jetzt mal, das ziehe ich jetzt mit euch zusammen. Ich konzentriere mich jetzt mal eben, welche Themen hier oder was hier oder welche Gruppe jetzt hier angesprochen werden soll, was wichtig ist. Das Universum hat ja immer, hier geht es ums alte Loslassen. Ja, das sehe ich so schon. Da ist nämlich der Sarg gefallen. Für die Stiere hier bitte. Stress, Aufregung, Streit, Diskussion. Hier geht es um sich etwas aufzubauen. Es kann auch um Arbeit oder Selbstständigkeit gehen. Hier sind Unklarheiten. Ich gucke erstmal nochmal weiter. Ja, hier sind Umwege gehen, vielleicht auch mit einer Frau zu tun, kann auch sein, die euch aber nicht gerade so wohlgesonnen sind, euch dazwischenfunkt. Da ist sie. Hier geht es um eine Reise, dass es auf jeden Fall ein längerer Weg ist und um euch selber. Wir sehen jetzt mal davon ab, da ich geschlechterunabhängig lege, könnte jetzt hier auch der Mann liegen. Also hier geht es um euch selber. Ihr guckt euch diese Geschichte jetzt hier gerade an. So bekomme ich das jetzt auch rein. Ich lasse das jetzt momentan erstmal noch so stehen. Ich ziehe mir jetzt nochmal Klärungskarten dazu. Und zwar mit den Sanssouci Cards. Liebes Universum, für die Stiere hier bitte. Für diese Legung brauche ich noch Zusatzkarten. Was kannst du mir hier zu dieser Legung noch zeigen? Ja, so, die sind jetzt so runtergefallen, die wollte ich gar nicht haben hier. Hier hat sich was umgedreht, was ich aber gar nicht wollte. Moment, ich muss mich mal eben kurz wieder sondieren hier. Schaue ich mir das gleich mal an für meine Stiere hier und Stier-Aszendenten. Zusatzbotschaften hier bitte. Ja, hier haben wir wieder beobachten. Geht es auch um falsche Menschen in eurem Leben? Das kann ich jetzt so schon mal sehen. Also hier bedarf es wirklich irgendetwas hinter sich zu lassen, es definitiv zu beenden. Hier geht es um Wunscherfüllung, um Manifestation. Das hatten wir eben aber auch schon mal. Okay. Gefallen, alles klar. Ja, also ich glaube, es geht hier definitiv, es hat entweder was mit Arbeit zu tun oder ihr baut euch gerade irgendetwas auf. Es kann aber auch mit einer Selbstständigkeit zu tun haben. Irgendwas in dieser Richtung, da sind Unklarheiten. Da war Streit, da waren Unstimmigkeiten. Es geht hier definitiv um den letzten Gang. Das heißt, hier muss etwas endgültig beendet werden. Das kann auch sein, das kann eine Angestellte von euch sein. Also hier haben wir Umwege, Verwirrungen, Unklarheiten, die durch diese Person, glaube ich, ausgelöst wird. Dann geht es um euch selber. Und dass es hier eine längere Reise ist, das heißt hier oder das ist schon länger in Planung oder es wird etwas länger dauern, bis das wieder hier geklärt ist. Ich muss jetzt mal eben gucken. Der letzte Gang. Wir haben hier kostbare Zeit für den falschen Menschen verschwinden, narzisstische Verbindung, verdorbener Charakter. Hier wird ein Doppelleben geführt, mit faulen Tricks gearbeitet. Hier bekommst du Botschaften, sag ich mal, aus der Ahnenreihe, sag ich jetzt mal.
Und zwar spricht dir hier jemand eine Warnung aus. Also, ich muss mal eben gucken. Vielleicht hast du auch jemanden kennengelernt und versuchst hier etwas aufzubauen, aber irgendjemand, eine falsche Person, funkt dir da immer zwischen und macht Streit, bringt alles durcheinander. Und ich glaube, um diese Person geht es auch, die sollst du oder sollt ihr hinter euch lassen. Das kann natürlich eine Ex-Frau sein, das kann eine Freundin sein, das kann auch jemand sein bei euch. Wie gesagt, also wenn es hier mit einer Firma, mit einer Selbstständigkeit zu tun hat, wo schon länger, und da sind aber schon länger Unklarheiten, die sind nicht jetzt, also diese Geschichte hier, seid ihr schon länger am Kämpfen und macht und tut und versucht, das wieder gerade zu kriegen mit dem Kopf, drücke ich jetzt mal so raus, und da ist jetzt einfach mal Stillstand angesagt, genau zu betrachten, die Situation. Es prasselt von oben schon wieder so ein, dass ich wieder meine Worte bündeln muss jetzt hier, um das mich nicht wieder zu überschlagen. Es geht hier um eine Sache, die euch sehr wichtig ist, die ihr sehr liebgekommen. Ihr sollt hier auch alles auf eine Karte setzen oder wollt hier alles auf eine Karte setzen. Es hat auch etwas mit Liebe zu tun. Liebe zu etwas, Liebe zu jemandem. Das kann hier natürlich auch sein, dass das hier eure Ex ist oder irgendwie und ihr jemand Neues kennengelernt habt. Ihr versucht hier etwas Neues aufzubauen. Dieses Alte habt ihr aber noch nicht hinter euch gelassen. Und da ist eine definitiv faule Person, der falsche Mensch, der euch dazwischen funkt. Und dieses Aufbauen hier, sag ich mal, ne, hier ist diese Urweiblichkeit, können natürlich jetzt auch die Damen unter euch oder die Frauen unter euch, sag ich mal, sich angesprochen fühlen. Hier geht es um einen geheimen Treffpunkt, Bedürfnisse, die hier gestillt werden sollen. Man wartet hier auf jemanden oder diejenige oder derjenige, sag ich mal, wartet hier auf euch. Und hier soll etwas verkündigt werden, eine wichtige Ankündigung machen, erfahren, etwas herausposaunen, etwas veröffentlichen, sag ich mal, oder sich auch erklären und eine endgültige Entscheidung treffen. Entweder oder. Ich will es aber jetzt nicht explizit, weil so bekomme ich das auch rein, nicht explizit nur auf eine Beziehung hinsehen, sondern hier geht es, es kann auch um eine Selbstständigkeit sein, wo ihr vielleicht schon lange dran am Arbeiten seid, was ihr gerne möchtet, euch einen Wunsch zu erfüllen, hat auch etwas mit Finanzen zu tun, kann ich schon mal so sagen. Und hier geht es aber um Willensstärke, um Verwirklichung eines Traumes, um Wunscherfüllung. Und das bedarf hier der Beobachtung, weil da ist nicht alles in Ordnung. Das wisst ihr aber auch. Aber bis jetzt seid ihr immer, ja, als wenn ihr euch immer im Kreis gedreht habt. Ne? Ihr habt euch da auch schon so ein, ihr seid tüchtig und ihr macht und ihr tut. Und ihr habt euch auch schon einen gewissen Schutzpanzer zugelegt. Angst vor Verletzungen, sag ich mal. Also ihr habt euch da so ein bisschen eingeigelt. Und ich glaube, das ist das hier oben, wo man sich immer so im Kreis dreht und sagt, ich mach doch schon, ich tue schon, und man will ja keinen verletzen, man will keinen vor den Kopf stoßen, man will es richtig machen, weil das ist mir ja wichtig und ich möchte das auch wenn es ein bisschen länger dauert, ne, so dieses. Aber hier geht es jetzt nächsten Monat bei euch, und es geht hier definitiv und hat auch mit Finanzen zu tun. Es geht hier um eine Zusammenkunft, ein Treffen in irgendeiner Weise. Oder eben um Kommunikation, dass ihr wieder starten sollt. Das heißt, ihr sollt euch überlegen, macht ihr das jetzt nur kopfgesteuert? Versucht das so abzuhandeln? Ihr sollt euch hier zurücknehmen und euch die Sache einfach mal ganz genau angucken. Um das mal, weil wenn ihr das hier nicht klärt, dann kommt ihr nicht voran. Und das ist ja euer Bestreben. Und es geht sich ja hier auch darum, sag ich mal, Regeneration zu betreiben. Ne? Und lasst euch auch nicht ablenken, weil ihr lasst euch dann immer durch andere Sachen auch wieder ablenken, sondern dieses Thema hier muss jetzt bearbeitet werden. Und hier geht es um einen faulen Menschen, um einen Menschen in eurer Umgebung, der euch nicht gut tut. Kann die Ex-Freundin sein, ja, wie gesagt, Geschäftspartner, Partnerin, irgendwie auch durchaus möglich.
Und hier wird eine Warnung definitiv vom schwarzen Raben, sag ich mal, ausgesprochen, so niedlich er auch im Grunde genommen ist. Aber hier geht es auch darum, sag ich mal, eine Vorwarnung vor einer falschen Entscheidung zu treffen. Eine traurige Nachricht ist unterwegs, Misserfolg, Respektlosigkeit hat seine Konsequenzen. Oder wenn ihr jemandem gegenüber respektlos seid. Und es geht hier um etwas, sag ich mal, was euch wirklich am Herzen liegt. Wir haben hier Alice und, der Flamingo der Liebe. In der Liebe alles auf eine Karte setzen, seine Liebe einer anderen Person schenken, eine große Liebe nicht erkennen, einen großen Fehler machen, wer nicht will, der hat schon. Goodbye. Und ich glaube, darum geht es hier auch. Ihr müsst das auf eure Situation so ein bisschen ummünzen. Es hat auf jeden Fall was mit Herzensangelegenheit zu tun. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt eine Liebe sein, aber eine Liebe kann man auch zu einem Projekt haben, das man durchsetzen muss, dass man was erreichen will oder eben zu einem Menschen oder einer Sache. Ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Und es sind hier aber Personen involviert, drücken wir es mal so aus. Und da ist eine falsche zwischen. Und ich glaube, dass ihr die, weil ihr so mit anderen Sachen beschäftigt seid, diese Person eventuell nicht erkennt. Und dann ist es nämlich zu spät, weil die reißt euch nämlich dann hier rein. Und das soll ich euch mitteilen. Da sollt ihr bitte mal genauer hinschauen und deswegen auch dieses sich zurücknehmen und sich die Geschichte mal wirklich aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Sich einfach mal aus diesem Prozess einen Moment rauszunehmen, Wochenende oder wie auch immer oder auch eine längere Zeit, damit ihr mit hier auch wieder vorankommt. Darum geht es ja auch. Aber hier muss definitiv erstmal was hinter euch gelassen werden, und zwar endgültig. Endgültig, damit hier eine wichtige Ankündigung, und das ist hier was Positives, sag ich mal, auch wieder weitergehen kann. Ne? Und diese Beobachtung, das haben wir ja jetzt hier mehrmals, hier zweimal, hier unten auch durch das Fernglas. Hier geht es um Wunscherfüllung und Wünsche zu manifestieren. Ihr seid fleißig, ihr seid geschickt, ihr seid multitaskingfähig, ihr versucht alles unter einen Hut zu kriegen, auch wenn es euch manchmal nicht Dings, aber oftmals versucht ihr das nur mit dem Kopf zu machen oder ihr seid so in eurem Tunnel drinne, sag ich mal, dass ihr weder links noch rechts guckt und darum geht es, sag ich mal, hier wirklich ein bisschen genauer hinzuschauen, um das, was hier wichtig ist, weil hier geht es auch um Willensstärke, um Risikofreude. Auf der anderen Seite hat aber auch jemand hier einen Schutzpanzer angelegt, damit er nämlich ihr verschließt euch bestimmten Sachen gegenüber. Und ich glaube, dass es hier einfach auch letzten Endes wieder darauf ankommt. Es geht hier einmal um Geld, um Finanzen, um Investitionen bzw. um Sicherheiten. Und dafür ist es wichtig, diesen Schutzpanzer abzulegen und wieder in die Kommunikation reinzugehen. Selbst wenn man sich mit der Person, sag ich mal, die seht ihr momentan aber eigentlich nicht, dass sie euch schadet. Also hier wirklich mal ein bisschen genauer hinzugehen. Also noch genauer, glaube ich, kann ich jetzt momentan nicht werden. Vielleicht wissen einige von euch auch schon, was damit jetzt gemeint ist. Ich will mich jetzt auch nicht wiederholen, aber hier soll wirklich genauer hingeschaut werden und da das Universum, ansonsten wird das Universum eingreifen, das sage ich euch. Weil ihr macht hier sonst einen fatalen Fehler und seht hier etwas nicht, sag ich mal, und dann landet ihr ganz böse auf der Nase. Ich drücke das jetzt mal so aus. Ansonsten kommt der schwarze Rabe nicht. Das hat schon was zu bedeuten. Es ist ein längerer Weg. Das ist nicht im April durchgestanden. Das kann ich euch so sagen. Aber ihr blickt hier drauf zurück und das sollt ihr. Ihr sollt jetzt hier hinkommen, sag ich mal, dass ihr auch mal wieder, sag ich mal, einen Startpunkt einnehmen könnt und dann auch mit dieser Geschichte, was euch wirklich am Herzen liegt, auch vorwärts zu kommen. Und dazu habt ihr jetzt vom März bzw. bis zum Mai, sag ich mal, die Gelegenheit, diese Unklarheiten hier zu beseitigen. Soll ich euch auch nochmal sagen. Und was diese Person angeht hier, sowieso mit dem Fernglas, ne? Die steht hier unter Beobachtung und die hier ist nicht gut für euch. Die steht euch im Weg. Gut, meine Lieben.
Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Es ist eine sehr interessante Legung, muss ich sagen. Sehr wichtige Botschaften für euch. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich einen tollen April. Schöne Ostern. Ne? Vielleicht mache ich da auch nochmal dahingehend nochmal zu Ostern was. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Eure Prinzessin der Kelche. Tschüss, meine Süßen.